Ein Velokreisel ist derartig aufgehängt, dass er in Waage ist und die Figurenachse parallel zum Boden verläuft. Um mit dem Experiment zu beginnen, wird der Velokreisel in Rotation versetzt. Auf der entgegengesetzten Seite des Rades wird ein Gewichtsstück angehängt. Es zeigt sich, dass die ganze Apparatur gemächlich im Uhrzeigersinn präzisiert. Das kleine Massenstück wird durch ein größeres ersetzt und man beobachtet, dass die Präzisionsbewegung höher geworden ist. Nun wird das kleinere Massenstück auf der Seite des Velorades aufgehängt. Damit präzisiert die ganze Apparatur im Gegenuhrzeigersinn. In diesem Teil des Experiments wird die Figurenachse des rotierenden Velokreisels schlagartig aus ihrer waagrechten Lage gebracht. Dies führt zur sogenannten Nutationsbewegung des Velokreisels. Zum Abschluss werden Präzisions- und Nutationsbewegung überlagert. Thank you.